Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der dritten Staffel von Nerdern Space of Life. Völlig durcheinander gekommen. Ich bin aber nicht alleine hier, nee, denn bei mir ist der Digi-Held. Ja, hallo. Und ich bin der Dreh. Hi, na? wir sind hier auf dem Planeten. Geil, endlich Planeten. Und ich bin gerade dabei, ich baue einen Bohrer. Ob das jetzt ein Schiff oder ein Auto wird, weiß ich noch nicht. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn Digi erklärt euch jetzt mal, wo er gerade unterwegs ist. Weil wenn ich so auf dem Stream gucke, bei Twitch, wo wir jeden Sonntag live unsere Session streamen. Oh, Sterne. Oh, ich will zu den Sternen aufbrechen. Lass uns ein Schiff bauen und zum Mond fliegen. Okay. Der Mond ist zwar kein Stern, aber egal. Wir können ja trotzdem... Das weiß ja keiner. Das genau. Niemand weiß das. Ja, ich bin gerade in den Bergen unterwegs, glaube ich. Es ist ein bisschen dunkel. In Bayern? Oh, da fällt mir rein. Ich muss noch eine Stadt grüßen. Moment. Grüße für Bayern. Eben hatten wir eine Stadt mit A. Dann grüßen wir jetzt eine Stadt mit B. Und zwar... Berlin. Bleicher. Du bist so wunderbar. Bleicherode. 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 Hm. Ja, herzlich willkommen. So. Und beim Zugucken, Bleicherode, ihr dürft, ihr habt die weil ihr genannt wurdet, habt ihr jetzt das Vergnügen, ihr dürft jetzt einen Kommentar schreiben. Ihr dürft euch jetzt was wünschen und alles, was ihr euch wünscht, geht in Erfüllung. Die Bleicherode, die Leute, die daherkommen, sind das dann die Bleichen? Die Bleichen Roder. Nicht so witzig. Ich meine, die Leute, die aus Thüringen kommen, sind ja auch keine Pegida oder so. Aber Thüringer. Ja, richtig. Thüringer sind auch auf Würstchen, ne? Ja, es gibt Thüringer Würstchen, genau. Ich kenne mich aus. Aber es ist auch auffallend, es gibt halt nur Thüringer Würstchen. Es gibt keine Thüringer Würste. Das verstehe ich nicht. Ja, es macht nichts. Das ist auch. Ist besser so, sagst du. Alter, ich finde hier nichts. Ich bin hier, keine Ahnung, ich bin jetzt hier, so weit weg. Also, keine Ahnung. Wie weit ich wirklich bin, ich kann das nicht lesen. Ich glaube irgendwie. ich bin kilometerweit weg und ich habe noch kein Erz gefunden oder ähnliches. Also, du rennst die ganze Zeit mit dem Bohrer in der Hand durch die Gegend, oder was? Ja, in der Hoffnung, dass sich halt irgendwann dann mal irgendwie so was auffloppt. Das gibt's doch gar nicht, da muss doch irgendwo was sein. Ich habe hier auch wieder echt super gut gebaut, Alter. Was ist denn das? Ach, das kann ich nicht mal abreißen. Ja, ich möchte auch mal gerne wissen, ob es irgendwie so besondere Zonen gibt, wo man halt was finden kann. Oder ob das generell, also sollte man eher in den Bergen suchen. Oder sollte man denn irgendwie in der Wüste suchen. Oder sowas, ne? Nach Ressourcen im Allgemeinen oder jeweilige? Genau. Ja, ja. Ja. Also, ja, halt die Fresse. Nee, ist ja richtig, was du sagst. Also okay. Im Allgemeinen, ich suche jetzt nicht irgendein bestimmtes Uran oder jetzt irgendwie Plutonium oder. Ne, Uran, Plutonium ist egal. Oder Nickel oder sowas, sondern ich suche einfach erstmal nur Ressourcen. Ja. Und mehr als Steine habe ich nicht gefunden. Echt? Steine so. Hast du gefunden? Ja. Oh, der Deva schreibt, ihr braucht Batterien. Ausrufezeichen. Egal ob Nacht oder Tag. Wenn ihr euch am Tag nämlich mal mit dem Schiff dreht und dann nicht ausreichend Sonne auf die Solarzelle fällt, habt ihr nicht mehr genug Strom. Die Batterie funktioniert also als ein Energiepuffer. Das ist richtig, aber wie ich festgestellt habe beim letzten Mal, man sollte das Schiff nicht drehen. Sehr gut. Das ist halt irgendwie so ein, also zumindest mit diesen Hover-Antrieben ist das halt so, es fliegt nur in eine, mit der Oberseite nach oben. Aber trotzdem ist es natürlich klar, du kannst natürlich auch so in den Berg eines Schattens fliegen, also in den Berg eines Schattens fliegen. Sehr gut, ja. Habe ich das gerade richtig gesagt? Oh mein Schöner Gott. Versprecher. Ja, und dann ist natürlich dasselbe. Also man braucht immer einen Puffer, das ist klar. Da hast du vollkommen recht, lieber. Danke für den Tipp. Und dann hat Miri geschrieben. Mir gut. Danke der Nachfrage. Also eigentlich hat sie geschrieben, mir gut, danke der Nachfrage. Ihr habt es also schon geschafft, in einem Weltraumspiel auf einem Planeten zu stranden und ihr konntet nicht auf mich warten. Wir haben dich gesucht. Wir dachten, du wärst hier auf diesem Planeten. Genau. Es hieß, Miri, bist du hier auf dem Planeten? Genau, die Gerüchte sagten, Miri ist hier. Und da dachten wir, wollten wir auch hin, so.
Darfst du lügen? Du lügst doch mit. Aber wir sind ehrlich gesagt noch gar nicht so lange dabei. Also du bist im Grunde schon in der ersten Folge dabei. Ich habe Eis gefunden. Hatte ich nicht eben gerade Computer? Ich wollte Computer haben. Ich habe Eis gefunden. Ja, ich habe hier einen ganzen See voll Eis. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Entschuldigung. Ja, hast du fein gemacht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt will ich auch Leckerli. Nee, sowas gibt's hier nicht. So, Batterien hatte ich jetzt. Computer. Wir haben keine Computer, also gebe ich mal Computer in die Produktion. Geht nicht, weil wir... Das darf nicht wahr. Also wir haben... Also das mit dem Erdsonnensau funktioniert schon mal. Keine Silizium-Halbleiter, okay. Der Deba schreibt, ihr beide fliegt ja sowieso öfters in den Berg als in seinen Schatten. Psst. Psst. Ach, Deba. Ich möchte echt. Nimm das mal bitte auf, wenn du das erste Mal das mit den Planeten spielst. Ich bin mal echt so gespannt. Ach, stimmt, hat er ja noch gar nicht, ne? Nee, hat er noch gar nicht. Und hier die Sprüche klopfen. Ja, genau. So raushauen, ne? Ja, ja. Okay. Iron und war ich nicht Silizium? Wir brauchen Silizium. Ja, dann kauft ihr Silizium. Das ist übrigens auch irgendwie so ein Ding, was ich irgendwie mir wünsche jetzt. Dass man sich Silizium kaufen kann für echt Geld? Ja, genau. Dass man halt irgendwie, dass es so Händlerbasen gibt, wo man halt so Erze tauschen kann. Weißt du, das wäre cool, finde ich. Du hast jetzt irgendwie du hast jetzt irgendwie so eine, weiß nicht, du hast so eine Eisenader, ja, und baust halt irgendwie Eisen, ganz viel, hast halt ganz viel Eisen so. Ja. Und dann gehst du halt zu diesem Händler hin und kaufst du zu irgendeinem Preis, kaufst du dann halt irgendwie das, was du brauchst. Ja. Das fände ich cool, ehrlich gesagt. Jetzt kommt gleich Deba und schreit, das gibt eine Mod für. Ja. Da hab ich eine Mod für. Gibt's so eine App für. Eine App für, ja. Silikon ist kein Silizium, oder? Silikon war doch. Doch, das war Silizium. Doch. Tatsächlich. Miri schreibt. Ah, so schnellstmöglich, ganz ohne abzubremsen. Ich werde ja ganz rot. Hä? Kontext. Ja, jetzt, ich denke mal, das ist auf das Landen auf dem Planeten praktisch bezogen. Ach so, weil wir sie so dringend gesucht haben. Genau, ja. Weil wir halt irgendwie auf dem, ja. Ja, wer bremst, verliert, ne? Das ist ja ganz klar, also. Wer bremst, fährt auch zu langsam. Wer noch Zeit hat zu bremsen, fährt wirklich zu langsam. Das ist... Ja, aber da brauchst du gar nicht rot werden. Also, man, es sind ja nur wir. Es ist ja jetzt nichts Besonderes gekommen oder so. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist ihr unangenehm, dass es das... Ja. Sie schaut sich gerade um. Verdammt, sie sind auf dem Planeten. Sie sind hier. Wie komme ich hier möglichst schnell wieder runter? Die zwei Typen, die kenne ich nicht. Nie gesehen. Keine Ahnung, wer es ist. Oh Mann. So, hauen wir den Scheiß doch mal rein da. Silizium, Nickel und Stein. Und dann gucken wir mal, ob hier was in die Produktion geht. Tatsächlich, Wunderbärchen, Alter, das läuft. Okay. Der Deber schreibt, das riecht nicht drauf. Hab schon bei einem Freund mal 2-3 Stunden auf dem Planeten gezockt und lief ganz gut eigentlich. Okay. Ja, aber trotzdem, nimm das mal bitte auf, wenn es nachts ist und du dann halt so durch die Gegend fliegst. Das möchte ich gerne mal sehen. Was, Willst du dich damit lustig machen über ihn? Nein, das kann man doch mal... Das kann man doch mal sich verwünschen, oder? Ich will mich aber nur lustig machen über ihn. Ach so. Oh. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Oh, da hinten wird schon wieder hell, ne? Wird das schon wieder hell? Ich weiß nicht, sieht so aus, oder? Oder täuscht das einfach nur? Ich darf das nicht sagen. Was darfst du nicht sagen? Ob das hell wird oder nicht. Wieso nicht? Ach, weiß ich nicht. Ich versuche hier gerade Computer herzustellen. Dazu brauchst du Silikon. Das ist richtig, hatte ich ja. Was meintest du eigentlich mit eigentlich? Also wenn entweder läuft es gut oder es läuft eigentlich ganz gut. Apropos eigentlich ganz gut, meine Geschichte. Ja nun, hau mal raus, das Ding. Ja, also pass auf. Ich habe mir ja irgendwie Creative, habe ich mir ja so eine Rakete gebaut mit Sauerstoffantrieb, ne? Wasserstoffantrieb. Ne? Und bin dann halt mit der ins Weltall. Und dann wollte ich halt irgendwann mal wieder zurück. Jetzt ist mir das Spiel abgekackt. Nein. Will ich nicht. Wieso hat jetzt gerade Windows mich gefragt, ob ich irgendwie die Behindertensteuerung haben will? Alter, bist du doof oder was? Ich hasse Windows.
Na, jedenfalls, wollte ich dann wieder zurück auf den Planeten, ne? Hm. Und bin dann halt so Richtung, Planet. Ja. Und hab dann irgendwie die Antriebe abgestellt, weil ich wollte halt irgendwie so, ich meine, das war zwar creative, aber ich wollte trotzdem so tun, als würde ich halt Ressourcen sparen. Na, hab irgendwie die Antriebe abgestellt und bin dann halt praktisch von der Erdanziehung dann ja so angezogen worden. Ja. Also alles lief nach Plan. Und dann dachte ich, ach warte mal, wenn ich irgendwie hier so runter, dann kann ich ja auch, einen Erdsensor ranbauen und dann schon mal so gucken, ne? Ja. Also bin ich dann halt, hab ich die Tür aufgemacht, so, das Schiff ist halt begehbar. Alter, ich laufe jetzt schon irgendwie seit einer halben Stunde über diesen scheiß See, ey. Und, hab die Tür aufgemacht und stand dann so an der Kante, ne? Mhm. Also das Schiff stürzt praktisch auf den Planeten, ich Tür auf, stehe an der Kante und wollte den Erdsensor da so ranbauen, so an der Wand, ne? Ja, ja. Aber das ging nicht, weil ich war noch nicht so weit genug. Also bin ich noch einen kleinen Millimeter nach raus und pupp, war ich aus dem Schiff raus. Das Schiff, was ohne Antrieb gerade auf den Boden zustürzt. So dachte ich mir, hey, dann springe ich einfach, da fliege ich halt hinterher und versuche da wieder reinzukommen. Und James Bond kann das ja auch, ne? Ja. Hat nicht ganz so funktioniert. Ich weiß nicht, was zuerst aufschlug, das Schiff oder ich. Oh, ich hab dann echt versucht, so verzweifelt wieder in diesen Gang in diese Tür reinzukommen, weißt du? Ja. Aber es ist gar nicht so einfach, muss ich feststellen. Mit Anziehungskraft und ein abstürzendes Schiff und weiß der Geier. Ich habe auch versucht, dann irgendwie, dann keine Ahnung, über Komponenten das ranzumachen, und es hat alles nicht funktioniert. Dummerweise war der Spielestand natürlich da abgespeichert, wo es gerade so am Abstürzen war. Ich habe das dann einfach nochmal geladen und dann hatte ich gar keine Chance mehr. Vorher konnte ich halt das Schiff noch einholen, ja. Aber nachdem ich das geladen habe, war das Schiff genauso schnell wie ich. Ich konnte es nicht mehr einholen. Und dann habe ich halt davon habe ich das gekopiert, ne, und dann bin ich wieder ins Weltall geflogen. Hab dann noch gesehen, wie es unten eingeschlagen ist, und dann habe ich das vor im Weltall habe ich dann das wieder praktisch eingefügt, ne? Ja. Es war witzig, also ich, ja. Hatte Spaß. Geärgert, aber andererseits hatte ich auch Spaß daran, ja. Ja, das ist richtig. Allerdings bin ich dann halt irgendwie zu Kratos Station geflogen. Ich habe das mit einem Kollegen mal gespielt und da hatten wir halt so eine Station da gemacht. Kratos Station. Ja. Und da war so ein Wegpunkt, der hieß so, ne? Ja. Kratos Station und als ich dann da hingekommen bin, gab es da zwar den Wegpunkt, aber es gab keine Station mehr. Aber mein Computer, merkt ihr das doch endlich? Ja. Ja, das war echt doof, weil... Wieso gab's die nicht mehr? Ja, die ist abgetrieben. Das ist doof. Die Station ist abgetrieben. Also man muss heutzutage muss man Stationen bauen. Und die halt mit, da müssen Düsen dran. Ich denke, Stationen können nicht abtreiben. Deswegen baut man noch Stationen, weil die an Ort und Stelle bleiben, oder? Ja, aber das ist es nicht. Das ist nicht mehr anscheinend. Das ist nicht mehr. Also früher war das so, da hast du halt ein großes Schiff hast du gebaut als Station. Hm. Und dann hast du, wenn du fertig warst, hast du es halt umgewandelt. Ja. Oh, endlich, ich komme von diesem scheiß See runter, Alter. Und, das hast du so getan, so, ne? Und das war auch in Ordnung, das war auch gut so. Ich fand das toll. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Also du kannst irgendwie eine Station bauen und das Ding trotzdem bewegen. Hm. Aber ich meine, da machst du halt so Stabilisatoren dran. Das ist ehrlich gesagt, werden Stationen so gebaut. Also die haben Stabilisatoren. Das sind also Düsen, ne? Ja. Und das können ja auch Weltall durchaus, können das ja auch Ionenkraftwerke, Ionenantriebe sein. Und die sind ja recht simpel zu bauen. So. Miri hat geschrieben, die Aussage abgestürzt ist ja sehr verräterisch. Ja. Und charmant war das auch nicht, als wir gesagt haben, wir sind auf den Planeten abgestürzt. Aber egal. Das war nicht charmant? Nee. Warum nicht? Oder so verstehen. Ja, es ist keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Hat sie geschrieben, oder was?
Ich bin gerade wirklich völlig, ich baue mir hier einen zurecht. Und der D-Bug geschrieben, genau genommen gibt es eine Mod dafür, aber halt nicht genau so, wie ihr jetzt denkt. Es gibt eine Mod, sie kennen eine Mod, die finde ich aber total, naja, ist ja meine persönliche Meinung und so. Deswegen sage ich sie jetzt nicht. Und es gibt halt eine Mod, da kannst du halt was reinschmeißen an Erz, so in so eine Art Raffinerie. Und dann kommt halt ein anderes Erz dabei raus. Alchemie! Ich weiß nicht, ob er vielleicht die Mod meint, aber die finde ich ja wirklich richtig einfach. Ich schreibe mir jetzt auf, was ich brauche, sonst platzt mir ja gleich der Kopf und da hat keiner was von. Und sonst mach doch einfach auf deinem zweiten Monitor. Na, da läuft alles andere. Ich hab da gerade ein Porno laufen. Ach so, echt? Ja. Von den Rocket Beans? Die machen kein Porno. Ach so, ne? Nee. Nein, ich bin schon wieder. Nein, ich will nicht. Ich bin schon wieder. Ich sehe ja schon wieder. Das ist ein Fluss oder was ist das? Ein Computer. Ich bin mal gespannt, ob aus dem Wasser tatsächlich, wie du sagst, irgendwann mal Eis wird. Andersrum. Irgendwie bin ich. Du auch? Ja. Keine Ahnung. Wir verstehen uns. Eis irgendwann mal Wasser wird oder ob es irgendwie schon Wasser gibt. Das würde mich doch noch mal interessieren. Aber wir verstehen uns. Ach, wei, wei, wei. Wird das schnell? Nein. Ja. Ja, Miri, ich kann nicht so. Ich verstehe auch nicht. Aber was meinst du mit, dass es irgendwie verräterisch, dass wir abgestürzt sind? Also, ich bin nicht mit dem Dre im selben. Auf demselben Planeten aufgewacht, wenn du das meinst. Genau, wir sind abgestürzt nach einer Party. Oh, war ja. Direkt Couch-Koop gemacht. Freust du dich, ne? Das klingt jetzt aber sehr doppeldeutig. Ja. Ja, ist gut. Gut, sehr gut. Couch-Koop gemacht, ja. Also, ich wurde neulich gefragt, warum ich dich denn nicht anfassen wollte. Ja. Bei Micro Machines, die erste Folge, da sage ich das ja irgendwie. Ja. Da wurde ich dann gefragt, warum denn nicht? Und warum? Ja, weil du zurückfassen könntest. Was? Ja, das stimmt. Ist doch logisch. So, ich hoffe, du kommst nicht zurück. Kommentar oder was? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, auf Facebook hat er das geschrieben. Ach so, Facebook ist ja. Das ist das, was ich schon wieder runtergeschmissen habe, weil mich das so genervt hat, ey. Vom Handy, ja. Ja. Man kann sie leider nur vom Handy schmeißen. Ja, Facebook, ey. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass du nicht so schnell zurückkommst, weil du wirst mich tierisch auslachen, wenn du das siehst. Wieso? Weil das witzig aussieht. Na so. Und vor allem, oh Gott, ich hoffe, dass Deba das nicht sieht, weil er wird sagen, das funktioniert nicht, du Idiot. Oh, scheiße, ich muss wieder runter, bevor der Jetpack ausgeht. Wahrscheinlich reicht das nicht mal. Ach, ich versuch's einfach, was soll's, scheißegal. Was muss ich für Triebwerke bauen? Das müssen ja andere Triebwerke, das, da. Ja, diese Hovercraft-Triebwerke. Oder du nimmst Wasserstoff, aber Wasserstoff soll sehr teuer sein. Und das muss jetzt einmal nach unten? Also teuer im Verbrauch, ne? Also es verbraucht sich sehr viel, so, jetzt hab ich's. Ja. Wie müssen die gebaut werden? Die haben ja anscheinend eine richtige Richtung auch, oder was? Ja, das ist wie bei Düsen halt, also... Stimmt, genau. Also wie Düsen? Oh, verdammt. Also, so. Nee. Nee, dann musst du so bauen. Oh Gott. Das kann ja was werden. Oh, ey, sag mal, das gibt's ja gar nicht. Jedes Mal komme ich hier wieder zu diesem blöden Fluss-Dings. Ich will nicht zu dem blöden Fluss-Dings. Oh nein! Oh, Alter, ich bin Schaden noch. Oh! Gesundheit, aber die geht wieder hoch. Gut. Ich versuch's einfach. Scheißegal, ich versuch's einfach. Oh, Alter, ey, das geht doch gar nicht. Es sind überall Berge und so. Hier muss doch irgendwo Erz sein. Ich laufe hier die ganze Zeit wie so ein Bescheuer durch die Gegend. Ich hoffe, das geht mit dem Schiff nachher besser. Dann wird es bald mal Tag. Wie immer, YouTube, seid ihr gerne angehalten, euch, also mir hier gerne Kommentare zu schreiben, was ich anders machen muss. Ja. Bin für jeden Tipp dankbar. Besonders Captain Déjà-vu, der
der immer hat hilfreich, er nicht das immer hilfreich kommentiert. Mhm. Hat er nicht letztens geschrieben hier von wegen Schiffe bauen? Schiffe bauen? Ja. Was hat wer geschrieben, Schiffe bauen? Captain Déjà-vu hat doch irgendwie geschrieben, baut Schiffe oder sowas. Ja, ja, wir sollen leichter Schiffe bauen mit Projektoren, kann man die. Hat er geschrieben. Aber um mal den Satz zu Ende zu bringen, also immer hilfreiche Kommentare auf jeden Fall, die sich aber immer leicht passiv-aggressiv anhören. Hier, so ein bisschen, ne? Ich fühle mich jedes Mal so, okay, dankeschön, und dann aber direkt einen auf den Hinterkopf. Aber das ist okay, schreib ruhig weiter, ist okay, ich kann damit um. Ich bin schon ein großer Junge, ich kann das. Oder baue ich da jetzt Räder ran? Sag doch mal was, aber das bringt ja nichts. Aber ich könnte da doch Räder anbauen. Und dann einfach mit den hinteren Triebwerken quasi den hinten den Arsch hoch, dass die Bohrer nach unten. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, das klingt super. Die Miri hat geschrieben: Es wird euch freuen zu hören, dass ich mir doch tatsächlich ein 7 Days to Die Let's Play von euch angeschaut habe. Oh, war ja. Und ich war erfreut zu sehen, dass die Kunstfertigkeit, die Kunstfertigkeit, mit der ihr die Dinge handhabt, nicht nur Ausnahmen sind. Das waren wir nicht. Das kann mir nicht vorstellen. Also vor allem, wenn sie als Frau unser 7 Days to Die Let's Play gesehen hat und dann noch da ist. Ach du Scheiße, stimmt. Hat sie wohl eine andere, also Scheiße, aus diesem Minenfeld von gefährlichen Folgen hat sie sich dann die sichere Stelle irgendwie rausgepickt, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Also ich würde mal sagen, Miri, was alles nur Quatsch. Wir müssen da unbedingt ein paar Folgen löschen. Wir sollten uns vielleicht mal zusammensetzen und reden. Also diese 7 Days, wir waren betrunken, jung und naiv. Und wir brauchten das Geld. Ganz dringend. Oh, ja. Ich hab Magnesium gefunden. Ich hab echt was gefunden, ich glaub's nicht. Nach nur einer Stunde. Ja, Magnesium. Und das haben wir... Und Uran. Echt? Fuck, ich hab Uran gefunden. Das ist direkt mal GPS-Signal. Ich glaub, ich fang gleich zu heulen. Ich fang gleich zu heulen, Alter. Es ist, ja. Aber die Folge ist auch zu Ende. Und ob es wirklich Uran ist, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Denn diese Folge ist leider schon wieder vorbei. Wenn dir es gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen da. Und wenn du was zu sagen hast, dann schreib einen Kommentar. Und wenn du noch weitere Sachen von uns sehen willst, dann hören wir auf live auf Twitch oder auf YouTube. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß. Und Dre, was ist mit dir so? Es tut mir leid, wirklich. Es war keine Absicht. Es hat mich einfach so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss dich unbedingt besser reinkriegen. Das ist irgendwie doof. Oh, mein Essen kommt. Du kannst doch nicht schon wieder was zu essen kriegen. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich drück mal hier auf Stopp.